Der Einsatzhafen in Dortmund-Brakel, der 14. Teil. Wir sind wieder am Haupttor und an der Wache bzw. Anmeldung mit einem Update. Im vorletzten Teil hatte ich euch davon berichtet, dass sich hier das ehemalige Eingangstor befunden hat und an dieser Stelle in etwa die Hauptwache war, beziehungsweise die Anmeldung von dem Flugplatzgelände. Diese Aussage ist komplett falsch. Da hat man mich aufs Glatteis geführt. Ich hatte mich da darauf verlassen, auf eine Aussage, und aufgrund dessen habe ich zahlreiche weitere Videos vorbereitet, die alle hinfällig geworden sind, weil natürlich alles sich irgendwie auf diesen Bereich beruft. Ihr könnt hier rechts außen schon sehen, Eingangstor Anmeldung, dort befand sich die ganze Geschichte und da gehen wir erstmal näher hin. Dann habe ich bemerkt, dass das auf der Karte alles nicht so ganz hinhaut und bin der Sache nochmal nachgegangen und dann habe ich festgestellt, dass das eine Fehlinformation war, die ich bekommen habe und bin zu folgendem Ergebnis gekommen und diesmal habe ich auch einen Beweis dafür. Nach meiner Recherche bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass der Eingangsbereich hier lag. Und das kann man auch ganz deutlich sehen, wenn ich jetzt in der Zeitleiste eine ältere Aufnahme euch zeige, dann wird man sehen, dass hier der Bereich war mit der Hauptwache und dem Eingangstor. Hier ist die ehemalige Hauptwache oder auch Anmeldung und hier zwischen befand sich das Eingangstor. Zur Orientierung, hier ist ja der Kreisverkehr, wo ich ja anfangs von ausgegangen bin, dass hier sich die Hauptwache befunden hat. Dann hier der neue Bereich und hier ist der Nettomarkt. Weitere Anwohner haben gesagt, dass der Eingang hier gewesen sein soll, aber ich denke mal, dass die Aufnahmen von gerade gezeigt haben, dass eindeutig der Eingang hier ist. Übrigens fällt auf, dass hier hinten eine Fundamentplatte ist. Wir gehen nochmal in das Bild vom Jahre 2002. Da sieht man, dass hier der Eingang ist. Den Kreisverkehr gab es früher noch nicht. Hier ist nur angedeutet die Adi-Preisallee, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Mit dem Kreisverkehr halt hier. Und hier hinten ist dann wieder die Fundamentplatte. Da schaue ich dann nochmal nach, wofür die war. Wie sah das Ganze dann in Natura aus? Wir schauen uns das mal aus der Nähe an. Hier seht ihr Fliege mit Herz. Links davon, ich nenne es mal die Wiese, dort war das Eingangstor und weiter links davon dann die Hauptwache. Das Ganze nochmal, wo ich oben auf dieser Anhöhung bin, rechts wieder Pflege mit Herz. Das ist die eigentliche Wiese, wie ich es eben genannt habe. Und wenn ich weiter rüber schwenke, links das weiße Gebäude, dort in etwa stand auch die Hauptwache. Eine weitere Einstellung. Da hinten seht ihr wieder Pflege mit Herz. Und hier hat man mir gesagt, dass die Anmeldung sich halt hier befunden hat, also neben Netto. Das stimmt für meinen Geschmack nicht, wie Google es eben bewiesen hat. Und dann hier nochmal zwei Fotos, einmal wo die Hauptwache sich befunden hat, beziehungsweise das Eingangstor und hier dann nochmal die sogenannte Wiese. Das war's also wieder aus Dortmund-Brakel mit der Wache und dem Haupttor. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen gefallen haben und ihr mir einen Daumen in nördliche Richtung gebt und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, danke und tschüss.